meine Fresse, ist da noch ein Strike drin. Und sie will auch gleich noch wieder was in diesem Wahnsinns-Add-on. Ach, guck an. Jetzt nähert sich es aber schon langsam dem Ende, denn jetzt habe ich eine Mission bekommen, dass ich die Strike-Playlist spielen soll. Also ist danach wohl dann doch jetzt mal Feierabend. Halt, Eris Morn will irgendwas. Entlassen Sie uns endlich. Oh, no. Achso, das habe ich hier. Okay. Brauchst du etwas von der Vorhut? Ich schau mich dabei an. Nee, es gibt noch einen Strike. Noch einen? Also noch zwei Strikes? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Spinnen die? Auf so. Einmal Inhalte zu bringen. Die sind so noch bekloppt. Ansatzweise. Was? Die sind noch bekloppt. So, jetzt hier. Abflug. Lauter lustige Waffen hier überall noch. Aber es gibt irgendwie Waffen bis 280 Schaden hoch im Laden. Mhm. Also. Ich brauche bessere Waffen. So, jetzt hier. Give me better guns. Where is the strike? This is the strike. Level 36, die sonnenlose Zelle. Das habe ich gerade von Eris Morn bekommen. Und hier Schildbrüder. Das spielen wir doch jetzt, weil das willst du spielen, weil da geht es um die Kabal. Oh ja, cool. Ist nicht gut. Was nehme ich denn? Ich kann mich nicht entscheiden. Nehme ich mein gutes altes Scout-Gewehr mit? Oder nehme ich mal ein Impulsgewehr? Das weiß keiner, Fritz. Hm. Ich weiß es halt auch nicht. Das Fusionsgewehr will ich eher nicht mitnehmen. Ich weiß aber auch nicht, warum. Warum nicht? Was das lustig ist, das ist jetzt mehr oder weniger... Wir sitzen hier spät nachts da und es ist genau dasselbe Feeling, als wir damals Destiny das Hauptspiel gespielt haben. Oh, jetzt geht's doch. Erinnerst du dich an den Centurio, von dem Oryx Besitznahm gleich nachdem du auf dem Grabschiff gelandet bist? Und dann versuchten dieser Centurio und der besessenen Oger, dich davon abzubringen, den König zu eliminieren? Na, das ging ja in die Hose. Jetzt sind also die Bundbrüder des Centurios recht sauer, dass sie ihren Commander verloren haben. Sie führen ein Team, um den Kern des Grabschiffes in die Luft zu sprengen. Doch wenn der Kern nicht mehr ist, dann gilt das auch für das meiste unseres Systems. Sorge dafür, dass das nicht geschieht. Okay. Und da ist ein anderer Spieler noch dabei, der so ein cooles Raumschiff hat aus dem Riff. Das sind doch die Belohnungen, die man im Riff kriegt, die Raumschiffe. Ach, ich habe hier so eine Hecke. Jetzt habe ich dann an neuen Waffen bekommen. Ich habe einen Sniper bekommen eigentlich. Wie heißt Kate, der? Warum haben Sie Ihr Schiff abstürzen lassen? Das ist eine extreme Taktik für die Kabale. Die Verborgenen haben ein Signal abgefangen. Eine Nachricht von weit außerhalb des Sonnensystems an die Kabale. Ein direkter Befehl, das Schiff abstürzen zu lassen, als Brückenkopf zu benutzen und den König auszuschalten. Das nenne ich mal Loyalität. Oh oh. Ach, was soll's, dann kämpfe ich halt mal mit einem Impulsgewehr. Wir haben einen Warlock dabei. Oder einen Masseur, das kann ich bei dem leider nie gerecht. Oh, mein Impulsgewehr ist erstaunlich stabil. Ich mag die eigentlich nicht so, weil die oft sehr verziehen, aber das hier ist nicht so gut. Und ich bin auch gleich verstorben. Aber warte, ich kann aber sofort wieder einen Stieg machen. Ich spring da auch noch extra rein, Idiot. Viel zu leicht. Fail. Vielleicht sind Impulsgewehre doch gar nicht so scheiße. So, jetzt nimmt mir jemand hier den Kill weg. Der ist ja nicht mal gelb. Doch, der hier ist gelb. Ja? Wehe, da schießt jetzt einer drauf. Hast du? Ja. Ich verstehe nur nicht ganz, warum meine Waffe jetzt dadurch nicht schlauer geworden ist. Moment. Das muss doch jetzt reichen. Was wollen denn hochrangige Feinde, soll ich damit zerstören? Das sind doch hochrangige Feinde. Ja, vielleicht war der nicht hochrangig genug. Ich glaube, der Name muss auch gelb sein. Wie weit? Da gibt es auch nochmal einen Unterschied? Hm. Ich glaube, der ist halt
von sich aus schon mit dieser gelben, fiesen Energie, weil der so dick ist, aber er ist kein Rangrohr. Sie leiten den Angriff auf den Energiekern des Grabschiffes. Ich markiere die Koordinaten. So Mist. So, jetzt machen wir mal einer hier die Schleiergrafik aus dem Gesicht. Wer macht denn das? Bin ich das die ganze Zeit? Was? Dass ich so Sachen markiere? Seht ihr das auch? Was bist du denn? Spinnst du schon wieder irgendwas zusammen? Also irgendwie, warte mal, kann es sein, dass ich jetzt aus der Hüfte Kopfschüsse verteilen kann die ganze Zeit? Kann ich mal gucken, ob ich da, warte mal, was hab ich denn freigeschaltet? Ja, kurz nochmal gucken. Wow! Dreh dich mal um. Und ich kann Ziele markieren, denen ich Schaden zufüge. Siehst du dieses rote Kreuz auf dem drauf? Nee, auf wem denn? Auf dem Koloss? Auf dem Koloss da hinten. Ich sehe kein rotes Kreuz. Okay. Frag mal, wie gut es dann gut ist. Boah, wie viele sind denn da bitte? Die Kabale sind cool. Ich sehe gerne gegen die. Ein bisschen schade, dass die generell in dem Spiel, also im Destiny-Universum, die Gegner so wenig sagen. Weißt du? Das ist eigentlich bei Halo immer ganz cool. Dass sie auch mal irgendwie ein paar Sprüche bringen oder so. Ja. Das würde denen hier auch noch ganz gut tun. Ja, das nächste Add-on dann halt. Ja. Okay. Where to now? Oh, was sind denn hier die Flammen an? Pass auf, da kommt was. Sie haben einen Panzer mitgebracht. Ah, natürlich haben die einen Panzer mitgebracht. Das ist drinnen. Das ist hier ein Drinnenspiel. Das ist ja auch ein drinnen Panzer. Ist dem jetzt gepackt hier, oder? Jetzt ist bei dem Namen und. Oh, jetzt muss ich den bestimmt damit auch noch zerstören. Weil bei dem ist jetzt alles gelb. Auf was schießt man denn bei denen? Auf die Düsen. Also Seiten. Ja, stimmt, die genau. Wie viele Gegner gibt's denn hier? Du weißt gar nicht, was man zuerst erschießen ja, kann. Ja, Wahnsinn. Aber super. Striking Kabale, wie cool. Wo man doch einen so einen Kampf gegen den Dings hat man doch, ne? Und ein Panzerstrike gibt es doch auf dem Mars auch. In diesem Tal. Tal Dagaris oder so ähnlich. Ah, okay, wenn man ihm zu nahe kommt, dann hat er irgendwie so einen Raketenwerfer. Geil, weil es so gegen Impulsgewehre hat. Warum haben sie schon wieder in die Wand geschossen? Das gibt's doch nicht. Der haut ab. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich gegen Impulsgewehre habe. Die sind gar nicht so stark. Die sehen zwar immer stark aus, aber die sind's gar nicht. Oh, jetzt kommen die Kleinen hier auch noch. Vielleicht in dem Fall, wo ich glaube. Wow, ich bin tot. Bin denen mitten in die Arme gelaufen. Au. Und da lebst du wieder. Dankeschön. Und liegen bleiben. Wow. Ach, die Legionäre kommen hier an der Seite auch noch raus. Hä? Na, jetzt mal. Keine Ahnung, ich bin so gerade verreckt. Ich geh mal lieber in Deckung.
Hat der irgendwie noch so eine Art Flammenwerfer dran? Hat der was? Hat der so eine Art Flammenwerfer noch dran? Irgend so eine fiese Kanone hat er halt. Du liegst dummerweise direkt unter. Ja, ich bin in einer Sekunde wieder da. Mal schauen. Thanks for nothing. Sagen wir, gegen den Landungsschiff musste man aber noch nie kämpfen, ne? Oder? Glaube nicht. Mann, ey, wenn ich den kaputt machen würde, dann wäre das genau richtig für meine Raketen, weil ich habe keine Munition mehr. Die, Bitch. Ich habe jetzt verstanden. Sehr schön. Das lief gut. Auf zur Brücke. Mal sehen, ob wir die Brüder wiederfinden können. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Späher ich an diese Brüder vom Mars verloren habe. Sie müssen aufgehalten werden, Peter. Doch, sei vorsichtig. Das war jetzt so lustig. Der Ghost hat gesagt, dass die Kabale 6 Wörter für Vorrücken haben und keins für Rückzug. Ach echt? Das wurde mir gar nicht gesagt. Haha. Ha. Mir hat da irgendwie was erzählt von wegen, ja, du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich an die an diese Brüder vom Mars verloren habe. Das war nicht der Ghost, sondern der Kate hat das erzählt. Ja, genau. Bei mir halt den anderen Satz. Ich hab grad einen Ist vielleicht wie bei GTA, dass die unterschiedliche Sachen sagen können. Kann sein. Die Mission mehrmals spielst. Warte, was ist denn das hier? Ah, hier sind wir doch durch und dann konnte man, genau, hier konnte man glaube ich nicht durch, ne? Im normalen Spiel. Ach doch, hier hat man diesen Scan gemacht. Bist du noch da? Ich habe gerade eben nur durchgelesen, was Infundieren ist. Da hatten wir einen Guide, ne? Auf der. Ja, dann lese ich ihn jetzt. Wir setzen uns am Male kämpfen um die Brücke. Die Brüder sind nicht hier. Lass uns weitergehen. Das beschreibt wohl das Zerlegen von mächtiger Ausrüstung, um damit andere Ausrüstung besser zu machen. Aber dazu bräuchte ich mächtige Ausrüstung. Mächtige Ausrüstung. Ich habe halt den einen Colt, der recht geil ist, aber um den halt zu verbessern, brauche ich halt Jahr 2 Legendary. And said I don't have. Yet. Wo kriegt man eigentlich die Legendaries her? Ich hatte mal eins, aber ich weiß nicht genau. Ja, das war von der Quest eins gekriegt. Bitte? Das war von der Quest eins gekriegt. Bei welcher Quest? Bei der Hauptquest. Nee, ich habe keins. Also ich habe hier einen legendären Colt bekommen dafür. Nee. Aber ich glaube, bei mir zählt die noch nicht als abgeschlossen. Weil ich ja in der Questreihe eigentlich noch in der davor bin, in der Mission davor. Achso. Diese, na, wie heißt sie? Diese Prometheus-Protokoll. Prometheus, ja. Das ist natürlich scheiße. Ich fürchte, da hast du recht. Ach, weißt du was, wir kamen da denn super. Ja. Sauber. Ich wette, diese Brüder wissen nicht mal, dass ihr Commander eliminiert wurde. Ihr Angriff könnte eine Art Ultimatum sein. Rückt den Primus heraus oder wir jagen das Schiff hoch. Wo sind wir denn jetzt? Das ist aber neu, oder? Hm. Sieht schon so aus. Cool. Nett. Vor allem mit diesen ganzen Fleischhaken, voll praktisch. Für Fleisch.
Ich hätte nicht gedacht, dass sie den Kern intakt lassen würden. Ich... Oh, Bomben. Er ist vom Bomben bedeckt. Ja, ob wir da wohl wieder rauskommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.